Hallo ihr lieben geduldigen Zuhause-Trainierer, hier kommt euer siebtes Video. Ich bin bei euch. Komm auf deiner Matte an. Dehne ein bisschen die Füße, die Schultern. Nimm schon mal Schulter, Ellbogen, Unterarm mit. Atmen. Werd weich. Deine Schulterblätter. Nehmen wir einen Arm vor dem Körper und einen hinter dem Körper. Tief in das Knie schwingen. Spür deinen Arm in den bleiben. Lass die Schultern unten, nur die Unterarme bewegen sich. Halt deinen Brustkorb fest. Innerlich. Dann nur die Unterarme bewegen Wir wiederholen nochmal zwei verschiedene Gleichgewichtsübungen aus den letzten Videos und verbinden sie miteinander. Du kannst ein bisschen deine Füße lockern, mal atmen. Und dann nimm den Fuß zum Knie, lehn dich schon mal so ein bisschen auf dein Knie, stabilisiere dein Gleichgewicht. Zieh den Arm, gehen das Gleiche auf die andere Seite und zurück. Dann leg den Fuß von vorne aufs Knie, geh tiefer und tiefer, wenn du möchtest, ganz tief. Dann richte dich wieder auf, streck mal die Arme, richte den Oberkörper auf, dann löse, deine Arme hoch, atme ein und mit der Ausatmung
anderen Seite. Das stimmt. Die Ferse zum Knie. Wir stehen erstmal. Lehnen uns ein bisschen auf den Oberschenkel. Dann zieh den Arm. Atme in die Flanke. Und wechsel an die Seite. Den Fuß nach vorne, den Arm zum Fuß, geht tief, wenn möchtest, tiefer, der Po ist ganz weit hinten, Po und Oberschenkel werden gedehnt, dann richte dich auf mit gestreckten Armen, streck auch das Standbein, atme ein und aus, dann geht der Po nach hinten, die Arme bleiben gestreckt, nochmal. Und beim dritten Mal wechseln wieder die Seite. Stehen, öffnen, atmen, dehnen. Wechseln. Tiefer. Stand ein, spüre deinen Atem, dann streck deine Hände nach oben, du siehst jetzt vielleicht nicht, aber oben lege ich auch die Handflächen schon zusammen und stehe mal ganz gestreckt, spüre den Atem von den Fingerspitzen bis in die Fußsohlen. Ich öffne mich den Energien des Universums. Die Energien sind immer da. Es kommt darauf an, wie ich sie nutze und lenke, wie ich mich für sie öffne. Leg dann deine geschlossenen Hände auf deinen Scheitelpunkt. Zieh die Ellbogen weit nach außen und spüre dabei die Öffnung deines Brustkorbs. Hier oben ist der Sitz der Zirbeldrüse. Der Sitz
unserer inneren Rhythmen und auch der Rhythmen von Tag und Nacht. Wie lebe ich mit meinen Rhythmen? Sind innere und äußere Rhythmen ausgeglichen? Dann lege deine Hände vor deine Stirn. Entspanne die Stirn. Hier ist der Sitz deiner Hypophyse. Das dritte Auge ist ein Symbol für klares Sehen. Wie nutze ich meine Intuition? Wie kann ich auch nach innen schauen? Dann lege deine Hände vor deinen Hals, der Ort der Kommunikation, auch der Sitz deiner Schilddrüse, des Stoffwechsels. Was veräußere und was verinnerliche ich? Ein brisanter Ort, die Verbindung von Leib und Kopf, von Herz und Verstand, von Gefühl und Vernunft. Lege dann deine Hände auf dein Brustbein, auf dein Herz. Horche mal auf deinen eigenen inneren lebendigen Herzrhythmus. Kann ich mich für die Liebe öffnen? Können meine Gefühle freiströmen? Brauche ich jemanden, weil ich bedürftig bin, oder bin ich so voller Liebe, dass ich sie mit jemand anderem teilen möchte? Lege dann deine Hände kurz über den Nabel auf dein Sonnengeflecht, eine Bauchspeicheldrüse, deine Körpermitte. Strahle ich aus meiner Mitte heraus? Kenne ich meine Eigenmacht, meine Kraft? Und wie kann ich sie leben? Lege dann deine Hände auf den Unterbauch, deine Sexualorgane, der Sitz deiner schöpferischen Kraft und deiner kreativen Energien. Wie gehe ich mit meiner Sexualität um? Wie kann ich sie leben? Halte ich mich zurück oder verschenke ich mich? Dann leg deine Hände ganz tief vor das Schambein, in den Bereich des Beckenbodens, in deine Wurzeln.
beiden Füßen auf den Tatsachen des Lebens bin ich selbstsicher, selbstbewusst. Lege dich nun flach auf deinen Bauch, strecke die Arme nach vorne. Dann lege mal beide Hände in deinen Nacken. Entspann dabei die Schultern. Ein Segen für dich selbst. Und streck die Arme nochmal nach vorne aus. Richte dich langsam auf, stütze die Hände unter die Schulter. Komm langsam hinauf, drück dich mit den Knien ab und komm in den Fersensitz. Dehne die Zehen, spüre von unten deine Wirbelsäule aufgerichtet bis zum Scheitel. Von hier aus stütz dich auf und nimm ein Bein nach vorne. Das andere Bein streckst du hinten lang aus. Leg auch den Fuß lang hin, sodass dein Becken hier tief sinken kann. Komm erstmal an in deiner Hüftdehnung. Dann kannst du dich mal aufrichten und die Hände dehnen. Nach vorne schauen, nur mit den Fingerspitzen den Boden berühren. Dann komm wieder auf die ganze Hand und du löst den Arm auf der Seite deines gebeugten Beins und streckst den Arm nach hinten Richtung Fußende, schieb dich hier mit der vorderen Hand weg vom Boden, sodass du dich öffnest, lass die Schulter unten und wenn du möchtest, schau nach hinten zu deiner Hand. Atme. Nimm die Hand wieder nach vorne, stütz hinten deinen Zehen auf und dann schieb den Po ganz weit zurück, um das vordere Bein zu dehnen. Dann kannst du auch mal versuchen, dich mit dem Po hinten auf die Ferse zu setzen und die vorderen Zehen zu dir zu ziehen. Auch von hier aus versuch dich nochmal ganz lang aufzurichten, dich wegzuschieben mit den Händen vom Boden. Löse wieder, stütz dich ab, krabbel nach vorne, die Hände stützen neben dem Fuß und du versuchst mal beide Beine zu strecken. Oh, ich vorsichtig testen.
die Hand auf der Seite deines Beins und öffne dich nach oben. Die Hand ist einfach nach oben ausgestreckt. Auch hier wieder schieb dich mit der Stützhand weg von der Erde. Dann komm zurück. Nimm das vordere Bein nach hinten und knie dich nochmal auf deine Füße mit aufgestellten Zehen. Du atmest und wir machen das gleiche auf der anderen Seite. Nimm das andere Bein vor. Das freie bleibt hinten lang ausgestreckt. Du lässt dein Becken nach unten sinken. Dann richte dich mal auf, stütz dich auf den Fingern, schau nach vorne, atme tief, mach dich lang und dann komm zurück. Die Hand des aufgestützten Beines wird jetzt frei und du bringst dich nach hinten, streck die Hand Richtung Fußende, die Schulter bleibt unten und wenn du möchtest, kannst du auch nach hinten zu deiner Hand schauen. Spür die Schulterblätter im freien Arm, das Schulterblatt im freien Arm. Dann stütz wieder beide Hände vorne auf, stütz hinten die Zehen auf. Geh erstmal eine Etage lang nach hinten mit gestreckten Armen, mit gestrecktem vorderen Bein und Fuß. Und dann kannst du noch eine Etage weiter nach hinten gehen, dich auf deine Ferse setzen und die Zehen vorne zu dir ziehen. Wade dehnt die ganze Beinrückseite. Dann stützt dich nochmal mit den Händen auf und versuch dich mit dem Oberkörper aufzurichten, vom Boden wegzudrücken. Stützt dich wieder ab. Komm mit dem Fuß wieder nach vorne, die Hände stützen neben dem Fuß und du versuchst beide Beine zu strecken. Dann ist die Hand vom vorderen Bein löst sich und du wringst dich. Du kannst auch nach oben schauen zu deiner Hand. Wenn die Beine nicht ganz gestreckt sind, ist nicht schlimm. Versuche hier dein Gleichgewicht zu halten von vorderer Hand und vorderem Fuß. Und dann komm zurück. Nimm deinen Fuß wieder nach hinten und setz dich noch einmal auf beide Fersen, die Zehen dehnen. Dann komm vor und setz dich hin. Du kannst deine gedehnten Zehen jetzt auch nochmal kneten, nochmal nachfühlen und lockern. Dann stell die Füße vorne hüftbreit auf die Matte. Du fühlst die Sitzbeinhöcker, richtest dich auf. Streck deine Arme lang nach vorne und dann rolle Wirbel für Wirbel nur bis zu den Schulterblättern und komm dann wieder hinauf. Du kannst auch mit der Einatmung mal hinunterrollen und mit der Ausatmung voller Kraft hinauf. Drück die Füße dabei nach unten in die Matte. Probier mal diesen Rhythmus. Zieh den Bauchnabel dabei ein. Versuch deinen Beckenboden anzuspannen und nach oben zu ziehen und den Rücken ganz rund und geschmeidig werden zu lassen, wobei der Bauch immer fester wird. Die Schultern sind unten tief, du fühlst vielleicht die Achselmuskeln, wenn du die Arme sehr weit nach vorne ziehst. Du fühlst, ob dein Rücken symmetrisch ist. Ein letztes Mal und dann bleibst du unten am Boden liegen, nimm deine Knie heran, roll dich ein bisschen über den Beckenkamm. Vielleicht drehst du auch den Kopf zur Seite, um Nacken, Schultern und Kiefer zu lösen. Und dann nehmen wir diese Position auf, 90 Grad in der Hüfte, im Knie und auch in den Füßen. The 100, eine kleine Atemaufwärmung.
Mit der Einatmung pumpen wir die geöffneten Hände nach oben zur Decke. Mit der Ausatmung pumpen wir die Hände nach unten zum Boden. Drück mal deine Knie dabei zusammen, dass hier unten dein Becken ganz fest ist. Und dann finde für dich einen geeigneten Rhythmus. Zum Beispiel 1, 2, 3, ein und 1, 2, 3, aus. Es geht auch viermal, fünfmal, je nachdem wie lang deine Atemzüge sind. Mit der Ausatmung zieh ganz besonders den Bauchnabel nach innen. Wenn es dir anstrengend ist im Kopf, im Nacken, dann mach das gleiche mal mit abgelegtem Kopf. Dabei ziehst du trotzdem die Arme lang, dass du die Achselmuskeln fühlst, drückst die Beine zusammen und atmest in deinem Rhythmus. Effektiver ist es, wenn wir den Kopf anheben, aber du kannst auch immer mal zwischendurch ablegen und dann nach einer kleinen Pause wieder anheben. Versuch jetzt mal die Lunge so richtig auszuquetschen, dass du wirklich alle Luft ausatmest. Aus, 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 aus. Gut, dann mach eine kleine Pause. Vielleicht merkst du es im Nacken, in den Schultern. Die sollen sich dabei nicht verspannen. Wir nehmen noch eine kleine andere Position und jetzt strecken wir die Füße. Lassen die Arme mal locker am Boden liegen und tippen mit einem dicken Zeh auf die Matte, dann im Wechsel mit dem anderen. Besonders hier für dein Becken und dein Unterbauch. Du kannst den Kopf erstmal hinlegen und versuchen von innen dein Becken sehr festzuhalten, die Beine anzuspannen, bis zum dicken Zeh zu strecken. Machen wir die Bewegung erstmal langsam. Dann können wir versuchen, den Kopf mal dazu anzuheben. Wer möchte, auch die Arme lang ausstrecken, sodass du wieder mit Kreuzbein und Schulterblättern gut verankert bist. Der Rest ist nicht am Boden. Ein bisschen Rücken, aber nicht die Arme, nicht die Beine und nicht der Kopf. Zwei, drei. Zieh die Arme ganz lang. Stell dir vor, durch das Langziehen der Arme ziehst du auch deinen Nacken lang, dein Scheitel, der zieht nach hinten, sodass du ganz viel Platz hast im Nacken. Gut, und eine kleine Pause. Je mehr Spannung du jetzt aufbaust, desto schneller kannst du natürlich die Beine bewegen. Du kannst mal tick, 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 tick versuchen. Das heißt, du hast so Spannung in den Beinen, dass du dir auch schnell wieder hochziehen kannst, weg vom Boden, eventuell noch mit langgestreckten Armen. Der Bauch hält den Rücken fest verankert, die Beckenmuskeln, das Kreuzbein, die Rippenmuskeln, die Schulterblätter. Und ein kleines Päuschen. Streck in der Pause mal deine Beine hinauf, dann kannst du die Fußgelenke kreisen und lockern. Gut. Und wir fassen nochmal über Kreuz ein Bein, strecken jetzt die Füße, strecken den freien Arm und das freie Bein lang aus. Wir bleiben da und halten mal diese Dehnung. Unterer Arm und Bein streckt sich lang und versuch auch dein oberes Knie zu strecken. Wenn du nicht direkt am Fußgelenk halten kannst, dann halt an der Wade oder am Knie fest. Wir wechseln mal die Seite. Streck dich wieder, halte dich erstmal in der Dehnung, bleib da und streck dich so lang aus, wie du kannst. Stell dir vor, über alles Raum, dein Mund bleibt auf, sodass du genügend atmen kannst, auch wenn es mal anstrengend wird. Dann atme dich durch die Position hindurch. Wechseln und dann wechseln wir jetzt immer mit der Atmung. Du musst dein unteres Bein nicht ablegen. Die Po-Muskeln halten das Bein. Du atmest ein und aus. Und du kannst den Kopf mit anheben, dann wird es leichter für Bauch- und Brustmuskeln.
Und wenn es dir anstrengend ist, legst du zwischendurch den Kopf ab. Versuch die Beine super lang zu strecken. Versuch den Zeh zu strecken. Versuch Becken- und Po-Muskeln einzusetzen. Genieß das. Je langsamer du die Bewegung machst, desto kraftvoller und desto besser gedehnt wirst du. Zieh dich immer wieder lang. Es geht immer noch ein kleines Stückchen länger, ein klein wenig näher das Bein heran. Und dann mach eine kleine Pause. Locker mal die Füße, den Nacken, die Schultern. Dann leg die Arme neben dich auf die Matte. Die Schulter- und Armrückseite ist gut verankert. Du streckst beide Beine, beide Füße, Knie bis in die Zehenspitzen. Und wir nehmen ein Bein langsam nach unten. Achte auf deine Bauchmuskeln und das andere Bein folgt. Und dann nacheinander wieder hinauf. Du kannst einatmen hier und dann aus und wieder ein. Achte darauf, dass dein Bauch super fest ist, dass der Rücken seine Position nicht verändert. Und du machst 1, 2, 3, 4. Setz die Po-Muskeln ein. Und wenn du möchtest, dann hebe mal deinen Kopf. Schau den Beinen hinterher. 1, 2, 3, 4. Lass die Beine lang. Atme genügend. Zieh die Schultern tief weg von den Ohren. Und dann lass die Beine mal oben. Vielleicht eine kleine Pause. Streck beide Beine wieder. Veranker jetzt deine Armrückseite wieder sehr gut. Atme ein. Und mit deiner Ausatmung bring die Beine nach hinten. Runder Rücken. Achte darauf, dass der Ausatemimpuls und das Po-Heben gleichzeitig geschehen. Am besten liegt dein Kopf nicht ganz, sondern ist etwas von der Matte angehoben. Einatmen und aus. In dem Moment, wo du deine Bauchmuskeln anspannst, drückst du auch nochmal kraftvoll deine Arme in die Matte. So ein paar Mal, damit du dich an die Bewegung gewöhnst, dass die Bauchmuskeln immer fester werden, deine Arme immer stabiler und dann eine kleine Pause, besonders auch für deinen Nacken. Dreh den Kopf nach rechts und links. Und wir verbinden die Bewegung mal. Und zwar nehmen wir ein Bein nach unten, das andere auch. Wieder hinauf und zurück. Und 1, 2, 3, 4, zurück. Und nochmal 1, 2, 3, 4, zurück. Und mach eine kleine Pause, leg den Kopf nochmal ab, entspanne deinen Kiefer. Streck beide Beine noch einmal und wir versuchen die Beine jetzt geschlossen, gemeinsam Richtung Boden zu bringen. Atme ein und mit der Ausatmung zieh deinen Beckenboden hoch, lass die Arme wieder am Boden liegen und versuch auch mal den Kopf mit anzuheben, dann wird es leichter. Halte deine Rumpfmuskeln sehr stabil und versuch mit Hilfe der Po-Muskeln die Beine immer tiefer zu bringen. Du musst sie noch nicht ganz ablegen, aber ich weiß, manche von euch schaffen das schon. Gut. Eine kleine Pause, damit wir diese beiden Übungen jetzt gleich miteinander verbinden. Du streckst die Beine, atme ein, mit der Ausatmung nach unten gleiten lassen, einatmen und mit der Ausatmung nach hinten. Mal eine fließende Bewegung. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. Gut. Eine kleine Pause. Atmen, Nacken lockern. Und dann nehmen wir die Beine nochmal nacheinander. Eins, zwei nach unten. Eins, zwei nach oben, nach hinten. Und wenn wir jetzt wieder ankommen, dann heben wir auch den Oberkörper und kommen in den Sitz hinauf. Wenn du angekommen bist, drück dich mal mit deinen Händen weg vom Boden. Lass die Schultern unten, zieh deinen Nacken ganz, ganz lang und bau Spannung auf vom Becken bis zum Scheitelpunkt. Wir machen die Bewegung nochmal. Und zwar kommen wir dann direkt mit einem Bein zurück, nach hinten einatmen, ausatmen, zurück, eins nach dem anderen Bein und aufrichten. Nochmal. Eins, zwei, drei nach hinten. Fünf, sechs, sieben, sitzen. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein letztes Mal. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7 und 8. Und dann locker mal deine Sitzbeinhöcker. Zieh die Zehen zu dir. Schieb die Fersen weit nach vorne. Dehne deine Waden. Lass auch einmal den Kopf sinken. Lass den Kopf fallen. Dehne deine gesamte Körperrückseite. Atme zu deinem Rücken. Und dann komm langsam wieder hinaufgerollt. Von hier aus dreh dich in die Seite. Wir stützen den Unterarm auf. Das untere Bein streckst du lang aus und das obere stellst du mit deinem Fußgelenk vor dein Knie. Achte darauf, dass du hier nicht einsinkst, sondern die Taille hebst, den Oberkörper stabil machst und lang und dass dein Nacken frei ist. Zieh den Beckenboden ein und dann hebe mal dein unteres Bein. Wir trainieren damit die Innenseite des Oberschenkels. Und du kannst das Bein in so kleinen Schwüngen hinaufziehen und auch mal im Wechsel den Fuß flexen. Und den Fuß wieder strecken. Mach das vielleicht im Rhythmus, sodass du 1, 2, 3, 4 mal mit gestrecktem Fuß und 1, 2, 3, 4 mal mit geflextem Fuß im Wechsel. Achte darauf, dass deine Achselmuskeln arbeiten und die Schulterblätter, dass dein Nacken nicht verspannt. Und das Bein kannst du so ein bisschen aufdrücken, dass dein Knie nach oben zeigt. Gut. Und eine kleine Pause. In der Pause kannst du mal deine Schulter lösen, wegschieben und hineinsinken. Und dann probier diesen vorderen Fuß fest in die Matte zu stützen und mal dein Becken anzuheben. Ja, deine ganze Seite ist stabil, von der Achsel über die Taille, dein Po. Und du kannst versuchen, den Arm mal lang auszustrecken. Und hier zu bleiben, einzuatmen und dann langsam dein Becken wieder absenken. Die Schulter nochmal lösen. Das machen wir noch einmal. Erst den Oberkörper aufrichten, Spannung aufbauen, Beckenboden mit einsetzen und dann dein Becken heben. Zum Schluss den Arm noch lang ausstrecken, einatmen. Bleiben einen Moment, die Rückenmuskeln spüren und dann kommen wieder zurück.
Dann kannst du dein vorderes Bein mal Richtung Boden sinken lassen und eine Etage tiefer gehen. Die Hand stützt den Kopf, das Bein sinkt nach vorne, am besten so, dass es am Boden ankommt, das untere bleibt gestreckt. Und dann kannst du den hinteren Arm mal nach hinten fallen lassen, die Schulter nach hinten fallen lassen, deine Taille wringen. Und wenn du möchtest, kannst du mal mit den Fingern hier oben die Brustmuskeln unter dem Schlüsselbein ein bisschen auskneten. Die sind häufig verkürzt und lassen die Schulter nicht ganz nach hinten sinken. Vielleicht merkst du, dass da etwas Spannung ist. Und sanft drückst und knetest du diese kleinen Muskeln hier oben. Gut, dann kommen wir wieder zurück, wir richten uns auf und machen das gleiche auch noch auf der anderen Seite. Stütz erst den Unterarm, das untere Bein streckst du lang aus. Du schaust, dass der Fuß vor deinem Knie steht und das aufgestellte Knie nach oben zur Decke zeigt. Du schaust, dass du hier Spannung aufbaust, dich wegdrückst vom Boden. Taille ist fest und dann hebe dein unteres Bein. Drück dafür den Fuß fest in die Matte. Du kannst das Bein wieder in kleinen Schwüngen heben mit gestrecktem Fuß und mit geflextem Fuß. Halt trotzdem deinen Bauch ganz stabil, achte darauf, dass du nicht einsinkst und dann im Wechsel streck 2, 3, 4 und flex. Vielleicht merkst du es schon in der Beininnenseite. Ja, wenn du zu stark auf deinem Hüftknochen liegst, musst du ein bisschen zurück auf den Po rollen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, einmal. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. Und dann mach eine Pause, lass dich nochmal einsinken. Schau, dass der Nacken nicht verspannt und auch nicht dein Kiefer. Und du baust nochmal Spannung auf im Brustkorb. Zieh den Beckenboden hoch und dann hebe dein Becken weg vom Boden. Ja, die ganze Seite ist stabil. Du kannst den Arm dazu nehmen. Schau, dass die Rückenmuskeln und Achselmuskeln arbeiten. Atme ein und dann komm zurück. Teilchenarbeit hier. Mal einmal lösen und das gleiche noch einmal. Erst Oberkörper aufrichten, Fuß gut stützen, Beckenbodenmuskeln einziehen, dann dein Becken heben und den Arm lang strecken, atmen, bleiben. Nochmal fühlen, wo kann ich im Becken, Po, Bauch, noch mehr Muskeln anspannen und dann komm zurück. Dann lass dein Bein fallen nach vorne. Hier kannst du dich mit der Hand auch unter den Kopf stützen. Das Bein liegt jetzt, das untere bleibt gestreckt und du lässt einfach den Arm nach hinten sinken. Die Taille wringt. Und wenn du möchtest, kannst du wieder deine Finger nehmen und hier oben die obersten Brustmuskeln unter dem Schlüsselbein mal so ein bisschen auskneten. Atmen. Und dann komm nach vorne zurück, richte dich auf und dreh dich um in den Stütz. Wir haben die Zehen am Anfang der Stunde schon gut gelockert. Wir stützen die Arme vorne auf. Wir machen als erstes eine kleine Schwungbewegung nach vorne, um beide Achseln gut zu fühlen, die Atmung zu harmonisieren. Ausatmen nach vorne, einatmen nach hinten. Ich
Dann kannst du beim nächsten Mal auch schon deine Knie vom Boden lösen und dich ganz lang ausstrecken. Schau, dass hinten die Füße hüftbreit geöffnet sind. Kannst du dir etwas Zeit lassen, hinten tief einatmen und dich dann nach vorne strecken. Schulterkontrolle, Achselmuskeln, lass den Po nicht zu tief sinken, lass den Po oben. Schieb mal deine Fersen nach hinten, sodass du hier kraftvoller und flexibler wirst. Dann haben wir das letzte Woche schon ausprobiert. Wir heben ein Bein an, die Po-Muskeln sind super fest und wechseln, heben das andere Bein auch an. Dann machen wir hinten eine kleine Pause, einatmend. Mit der Ausatmung vor, stabil, ein Bein, das andere Bein. Und wenn du möchtest, kannst du gleich beim nächsten Mal auch mal versuchen, auf jeder Seite zweimal dein Bein zu heben. Eins und zwei. Und immer wieder Po-Muskeln, Achselmuskeln, entspannter Nacken. Oh, jetzt habe ich es auch dreimal gehoben. Geht natürlich auch. Die Hände vielleicht zwischendurch lockern. Ein und aus. Und eins, zwei. Ah, wer ganz stark ist, probiert mal viermal auf jeder Seite. Gut. Dann mach hinten ein kleines Päuschen in der Schnecke. Dann hebe den Kopf, schau nach vorne und leg dich noch einmal auf den Bauch. In der Bauchlage streck die Arme weit nach vorne. Die Beine sind etwas geöffnet. Du versuchst mal den Kopf zu heben, nach vorne zu schauen und dabei die Schultern nach unten sinken zu lassen. Fühl die Schulterblätter, zieh deinen Beckenboden hoch und den Bauchnabel ein. Und du atmest und hebst dann einen Arm und das gegenüberliegende Bein ein. Dann die Seite wechseln, die Po-Muskeln arbeiten gut. Wenn es jetzt zu anstrengend ist für den Kopf, dann schau zwischendurch auch mal nach unten auf die Matte, dann bleibt dein Nacken lang. Wir machen diese Bewegung ein paar Mal, bis wir genau spüren, wie zwischen Schulterblatt und gegenüberliegender Po-Seite über Kreuz Rückenkraft aufgebaut wird. Dann vergiss nicht deinen Bauchnabel, dein ganzer Körper ist in Spannung und lang, die Füße sind gestreckt. Und dann mach eine kleine Pause. Vielleicht lockerst du mal dein Schambein, so ein bisschen mit dem Po hin und her wackeln. Und dann bau nochmal Spannung auf. Wir erweitern das jetzt. Wir heben wieder einen Arm und das gegenüberliegende Bein und versuchen dann über Kreuz hinten das Bein zu fassen und uns hier noch höher zu ziehen. Dann langsam lösen, nicht flitschen lassen. Die andere Seite erst lang ausstrecken und dann den Fuß fassen und das Bein etwas vom Boden ablösen. Die Rückenmuskeln ganz stark machen, der Po. Und nochmal streck die andere Seite und über Kreuz dehnen, weiten, atmen. Strecken und dann heben. Na, das Gefühl innerlich ist, dass du all deine Kräfte mobilisierst, um dich vom Boden wegzudrücken. Ah.
einmal noch auf jeder Seite strecken. Und vielleicht kannst du dich auch mit dem vorderen Arm hier schon mit der Handfläche am Boden abdrücken, um noch ein bisschen höher zu kommen. Dein Brustkorb ist weit. Du schaust mal ruhig in die Seite. Okay. Und um den Druck im unteren Rücken zu verringern, halte immer gut deinen Bauchnabel fest nach innen ausgerichtet. Auf der anderen Seite auch nochmal. Und in die Seite schauen, bleiben, atmen, strecken. Und dann komm langsam zurück. Locker nochmal. Dann stütz dich ab, komm langsam hinauf. Vielleicht erstmal so ein kleines Stück in die Cobra, wenn dein unterer Rücken in Ordnung ist. Bauchnabel einziehen. Ablegen und jetzt die Hände gern nach hinten legen, zu den Füßen, dass vorne alles entspannen kann, der Nacken, der Kiefer, dein Rücken dehnt, du atmest tief. Entspann die Stirn dabei. Mit jeder Ausatmung werden die Schultern schwerer. Du fühlst dich ganz geborgen, weich, entspannt. Und dann nimm Kontakt auf zu deinem Beckenboden und roll dich Wirbel für Wirbel hinauf. So, jetzt können wir uns noch zur Entspannung auf den Rücken legen. In der Rückenlage vielleicht noch ein bisschen dehnen oder über das Kreuzbein rollen, den Nacken lösen. Handgelenke und Fußgelenke kreisen, Hüftbewegungen machen, vielleicht die Füße fassen, die Hüfte nochmal dehnen, ausstrecken und dann mach es dir bequem. Wenn du möchtest, leg dir wieder etwas unter die Knie, dass dein Rücken entspannter ist, eine Knierolle, ein Kissen vielleicht. Ne? Wer möchte, kann auch die Fußsohlen zusammenlegen und die Knie einfach nach außen kippen lassen. Wenn du aber gleich während der Entspannung merkst, dass dir das zu anstrengend ist, entweder im unteren Rücken oder in der Leiste, dann streck die Beine gerne auch wieder lang aus. Wenn du sie lang ausstreckst, achte immer darauf, dass die Füße ganz nach außen kippen. Du kannst auch die Handflächen nach oben drehen, sodass die Schulter ganz entspannt ist. Dann schließe deine Augen, entspanne dein Gesicht, die Stirn, dein Mund, die Zunge, den Kiefer. Atme tief in deinen Bauch hinein. Mit der Ausatmung lässt du alle Spannung los. Fühle den sanften und gleichmäßigen Fluss deines Atems. Mit jeder Ausatmung kommst du mehr bei dir selber an. Spüre, wie dein Körper liegt. Vielleicht ist er noch ganz wach
von den kraftvollen Übungen. Vielleicht ist er noch schon ein bisschen müde vom Tag. Beobachte deinen fließenden Atem. Gönn dir einen Moment der Ruhe. Wenn Gedanken kommen, versuch sie kurz wahrzunehmen und dann wieder gehen zu lassen. Sei ganz im Hier und Jetzt. Genieße dein Sein. Deine Atmung. Deinen weichen, vitalen Körper. Spüre die Wärme, die durch dich strömt. Lass ein Lächeln der Freude in dir aufsteigen. Freude und Wärme dringt in alle deine Zellen. Und in diesem freudigen, wohligen Gefühl beginne dich wieder langsam zu räkeln, tiefer zu atmen. Dich zu strecken. Vielleicht nimmst du die Beine mal heran, machst dich klein. Öffnest ganz langsam die Augen. Kommst in den Sitz hinauf. Und bist wieder ganz da. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, hab eine ganz wunderbare Zeit.